Sie jetzt mir eine Goldmünze auf den Tisch legen, würde ich sagen, okay, das ist ein Spekulationsobjekt. Ich dachte mehr an Barren als an eine Münze. Oder genau, an Barren. Das Modell, das vielfach angeboten wurde, dass ich da irgendwie Anteilsscheine oder kaufe bei irgendwelchen Anbietern, die dann in einem Tresor in Liechtenstein oder in der Schweiz oder sonst wo liegen, da bin ich extrem misstrauisch. Denn ich kriege ein Zertifikat, wo drauf steht, ich habe Gold. Ja. Oder es gibt Ansparpläne, noch verrückter. Also ich kriege für 50 Euro im Monat immer so ein bisschen Gold dazu in mein Körbchen. Theoretisch. Theoretisch, genau, Sie sagen theoretisch. Ja. Also ich bezahle aber ja. Und deswegen, ja. Also das heißt, ich halte von dem ganzen Geschäft gar nichts, weil es ist nicht kontrollierbar, die Gebühren sind hoch, ich kann auch nicht messen, dazu sind die Goldpreise ständig im Schwanken. Mhm. Also das heißt, wenn ich 50 Euro hinlege, es gibt so ein Konzept eines Anbieters, wächst der Geld in Gold, also übersetzt, ich kaufe Gold, ich gebe 50 Euro hin, aber wie viel Gebühren mir denn davon abgezogen werden und wie viel Gold ich denn tatsächlich kriege, also das ist ja eben nicht so, dass ich ein paar Spänchen kriege. Ja, ich habe es als Papier, ich habe es irgendwie als Zusicherung. So. Oder als, und es geht ja noch weiter, wir haben nicht greifbar, es ist nicht greifbar und es gibt zumindest zwei große Komplexe, die in den letzten Jahren in die Insolvenz gegangen sind und schlimmer, es gab gar kein Gold. Ja. Ja, oder hier in Berlin gab es die BWF-Stiftung oder EVVE, haben rund 100 Millionen Euro eingesammelt, aber die BaFin hat dann 2015 gesagt, das ist ein unglaubliches Bankgeschäft, weil die haben feste Zinsen versprochen. Daraufhin hat man eine Razzia gemacht, hat dann nachgewogen, so hat man mitgenommen und stellte fest, das Gold ist ja viel zu leicht. Mhm. Und daraufhin stellte man fest, dass noch 5% des Goldes echtes Gold waren. Der Rest war so wie in den Auslagen von Juwelieren, kurz Gold übergepinselt. Mhm. Also das war in einem Kellerraum, das war also der ganze Sicherheitsapparat war toll aufgebaut und machte wirklich Eindruck, nur der Inhalt dieses Tresorraumes war eben Falschgold. Mhm. 100 Millionen Euro, wobei der Prozess es nur um einen Teilbetrag ging, 50 Millionen, also wie auch immer. Ich will sagen, Gold ist spekulativ. Aber wenn ich es denn habe und weiß, dass es spekulativ ist, sollte ich es in meinem Safe haben und nicht auf irgendeinem... Also schon als kleiner Barren oder als kleines Klümpchen, ja. Wenigstens das. Ja.